Fangt mit dem, nach eurer Meinung nach, schlimmsten an. Am schlimmsten. Das ist einfach. Ich habe auf Maraskan einen Unbewaffneten umgebracht, damit meine Tarnung vor den Dienern der Heptarchen nicht auffiel. Ich habe die Farben der Heptarchen getragen, um mich unter ihnen bewegen zu können. Ich habe einem Reichsverräter gedient, willentlich und wissentlich, auf seinem Schiff. Ich habe die Männer der Kamotgarde meine Brüder genannt, ihre Befehle ausgeführt und ihnen welche gegeben. Ich habe zusammen mit Niederen gegen meinen Stand gelebt und gearbeitet und mich von ihnen auf alle möglichen Arten ansprechen lassen, ohne sie richtig zu stellen. Ich habe das Wappen eines anderen Adelshauses getragen, um in den Schwarzen Land nicht aufzufallen, und mein eigenes abgelegt. Ich habe meinen Stand verschleiert und mein eigenes Licht abgedunkelt. Ich denke, das waren die schlimmsten. Die Ein paar Lasten. Stunden später. Jalan kommt vollkommen erschöpft wieder zurück in die Taverne, wo alle anderen am Tisch sitzen. Nun denn, gibt es hier wenigstens mittlerweile was zu essen? Moment, Moment. Alle sind da. Was heißt denn ein paar Stunden später? Ja, wir hatten es, als ihr aus dem Rathaus raus seid, 13 Uhr und jetzt ist es so 19 Uhr. Ich glaube, dann wäre Ragnar doch nicht da. Ragnar hat ja noch ein Treffen heute Abend. Später, viel später. So. Also wir machen das bei gutem Wein, besprechen wir die Pläne. Alles viel später. Ja, dann steht das Ragnar da und genießt gerade irgendein Essen. Hat sich inzwischen auch endlich mal gewaschen. Und hätte Du bist dich ja reichlich eingeladen, mit ihr beschafft etwas zu aus. trinken. Ah, ich habe heute Abend noch ein Treffen, wo ich hingehen muss. Bin für einen Torwaler leider nicht sehr trinkfest. Woher kommen eigentlich deine Wurzeln? Wurde in Gareth geboren. Meine Eltern in Torwal gelebt, als einfache Fischer. Dann allerdings irgendwann umgesprungen und haben eine andere Berufslaufbahn verfolgt, die auf dem See zu tun hatte. Sind mit ihrer eigenen Otter sogar bis ganz auf die auf die Ostsee. Nee, wie heißt die Ostsee? Damals? Ostsee, was meinst du? Also die Ostsee im Osten von Golf von Aventurien. Riva? Perlenmeer. Perlenmeer. Sind sogar das Perlenmeer und die tropische See entlang gefahren. Sich dann irgendwann in weiß gar nicht, in welchem Dorf sie sich damals niedergelassen haben. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann von dort geflohen, als die Schergen von Borbarad kamen, haben uns dann in Gareth niedergelassen, wo ich dann in den Gassen aufgewachsen bin. Eltern haben für eine Bande gearbeitet, wurden beide im Zuge dieser umgebracht. Diese Bande nennt sich die Topria. Nun, ich habe schon sehr früh gelernt, auf mich selbst aufzupassen. Was ja nicht Du bist schlecht auch ist. ein gebrandmarktes Kind. Dachte mal, du bist hier aus Heldenmut hergekommen. Heldenmut. Ja. Naja, jetzt Ragnar, jetzt hast du dir ja einen Namen gemacht. Nun, es gibt es hier noch mehr Ruhm für dich zu ernten, aber was treibt dich an? Der Hass? Der Hass gegen die Anderswertigen? Nun, der Hass. Nein, es ist nicht direkt der Hass. Einfach. Ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht der Drang nach mehr. Ich möchte sehr viel Geld sammeln, um dann vielleicht mit einer Söldnerarmee oder sowas. Diese Bande, die dafür gesorgt hat, dass meine Eltern sterben. Doch, es ist wohl Hass. Aber nicht Hass auf die Anderswältigen, sondern Topria, die dafür gesorgt haben, dass meine Eltern gestorben sind. Also die Bande, nicht die Topria an sich. Angeblich Flüchtige, die keine Arbeit gefunden haben, sich dann mit illegalen Geschäften
versucht haben, Leben zu verdienen. Was sie tun, ist Unrecht. Sie bringen Leute um für ihr eigenes Wohl. Aber ist das dann ihre Schuld? Oder sie wurden doch auch nur vertrieben durch die Schergen und Überbleibsel von Bormorats Truppen. Anstatt sich der Armee anzuschließen und sich zu wehren, sind sie feige. Sie verstecken sich in Gareth und nehmen den Leuten, die wenig haben, das Wenige weg. Das klingt nicht besonders ehrvoll. Wenn du Hilfe brauchst, dann sag Bescheid. Wenn nicht jetzt, vielleicht irgendwann, aber ich habe dir schon gesagt, ich werde dir helfen. Freut mich zuhören. Ragnar lächelt. Rache ist ein Pfad, den jeder alleine beschreiten muss. Früher oder später zumindest. Sag Yalan, hast du je in einer Armee gekämpft und Seite an Seite mit jemandem gewohnt hast? Kurze Zeit später gesehen, wie die Person gestorben ist? Wie deine Kameraden einer nach dem anderen fallen? Yalan reibt sich unbewusst das Auge. Ja. Da musst du doch wissen, dass man Kameraden gebrauchen kann, egal in welcher Situation. Sich von Rache treiben zu lassen, ist nicht immer die Lösung. Man denkt da nicht mehr klar. Ich kann mich da nicht ausnehmen, aber... Es geht nicht darum, klar zu denken. Es geht darum, Vergeltung zu üben. Nun, trinkst du wenigstens einen mit mir, wenn unser Torwaller, Halbtorwaller, nicht in der Lage ist? Natürlich. Ragnar Bohnenstange die Ehre nicht hochhalten will, hilft es wohl nichts, wenn es hier schon nichts zu essen gibt. Boah, ich behaupte einfach mal, ich habe bevor Yalan zurückkam, auch vorher bestellt und gießt ja auch was ein. Da. Und dann? Hofft, dass wir lieber anderen die Köpfe einschlagen als uns gegenseitig. Auch wenn ich manchmal wirklich, wirklich das Bedürfnis dazu habe. Grinz dich an. Oh, da muss ich, bei der Rede muss ich aber auch einen mittrinken. Ja, freut mich zu hören. Und du kriegst auch einen eingeschenkt. Ja, wunderbar. Hoffentlich wird das nicht wieder so wie dieser seltsame Maraskan-Schnaps. Wie war der? Ziemlich unbeschreiblich. Ihr solltet Brindisian fragen, er hat da treffendere Worte für. Trinkt ihr auch mit? Lassen? Und da kommt auch Rommeli dazu. Ja, also trinkt ihr auch mit? Einfach da aus. Nicht dieses gebrannte Zeugs, aber ein Bier nehme ich noch. Ah, kommt, einer wird euch schon nicht umbringen, Nein, es geht um die Herstellung von dem Zeug. Es wurde über Flammen destilliert, das entspricht nicht meinem Herrn. Entspricht. Naja. Wie entsprach? Nun, es ist nicht in seinem Willen, etwas zu verzehren, was unnötig über dem Feuer zubereitet wurde. Fisch kann man nicht verderben, wenn er erwärmt wird, aber so etwas... Es war nicht so, dass ich koche, oder was? Vielleicht können wir demnächst ja Fisch fangen bei uns und dann bekommen die Leute etwas Gesundes, Frisches zu essen. Ich denke etwas, was man nicht unbedingt über dem Feuer... Nun, ich weiß ja nicht, also ich zum Beispiel selber bin nicht so unbedingt der Freund von hohem Fisch. Aber ich glaube gerade auf Maraskan, dort haben sie doch auch hohen Fisch gegessen, nicht wahr? Das stimmt, aber die Maraskaner haben generell sehr viele interessante Delikatessen. Steht es für Trockenfisch? Also sie haben sehr interessantes Essen angeboten, auf jeden Fall. Das meiste ist viel zu süß oder viel zu scharf. Naja, schauen wir erstmal, wie viele Leute wir kochen müssen. Dann können wir uns ja über die Speisekarte unterhalten. Das ist richtig. Jo, Fiona hätte jetzt auch den Rest eingeschenkt, also außer natürlich einfach daraus, er wollte ja nicht. Und dann auch angestoßen und dann auch direkt die zweite Runde nachgekippt.
Ja, bei der zweiten Runde würde Ragnar schon passen. Wie gesagt, was ist denn los, Ragnar? Wo geht's denn bei dir nachher noch hin? Ich treffe mich noch mit einem Freund von Heroes Firestorm. Sicher, dass du nicht in Wahrheit mit Ogdan um die Häuser ziehst. Ogdan ist ja. Wo ist der eigentlich? Noch? Findet der hierher? Ich dachte, du hättest den. Ich habe ihn in irgendeinem Bordell abgesetzt, hoffentlich hat er mich noch nicht pleite gevögelt. Sag mal, was findet ihr eigentlich alle an diesem Alanfahner? Ich meine, er ist ein Alanfahner. Er ist kompetent. Und? Das reicht auch schon. Und das macht ihn damit an Bord der Uguri zumindest reichlich selten. Hm. Und ihr vertraut ihm, ja? Ich meine... Ich vertraue ihm weit genug, um ihn nicht von Bord zu schubsen. Ich glaube, er sieht sich selbst nicht so als Kapitän, aber... Also wenn ich ihn zum Kapitän ernennen würde, würde er auch nicht Nein sagen. Ich glaube, er ist ein bisschen wie ihr, Ragnar, und schwätzt einfach nur gerne. Verlassen heißt, ich schwätze nicht gerne. Das ist gerne tatenvoll. Ragnar weiß wenigstens, wann er den Mund zu halten hat, dieser Ogdan nicht. Das weiß ich auch nicht. Das stimmt, aber... Aber wenigstens hast du die Torwalla nicht so sehr. Ich weiß nicht mal warum, aber mit euch scheint er sich ja gut zu verstehen. Wenn ihr schon zusammen ins Hurenhaus geht. Das liegt am Gold. Also wenn ich ihn bezahlen würde, dann wäre er nicht mehr so unverschämt. Vermutlich. Hey, das Fräulein, also ihr hört schon mit Ogdan, da müsst ihr aufpassen. Er ist ganz charmant, aber er hat eine Schwäche für alles, was hübsch aussieht. Mehr oder weniger. Womit ich nicht euch meine. Ja. Muss ja lange jetzt ja aufpassen. Hat er zu mir gesprochen oder mit Romilly? Fräulein von der Tier, er hat schon wesentlich mehr angegraben als euch beide Edeldamen. Also mich hat er nicht angegraben. Ich hatte das Gefühl, er wollte sich mit mir balgen, aber das kann in Torwald auch anders gedeutet werden. Ich denke, ich gehe dann jetzt aber tatsächlich erstmal los und schaue nach Ogdan. Vielleicht besser, ja. Nicht, dass er sich... Ja, ihr wisst schon. Ja, und dann steht Ragnar auf und meint, ja. Ragnar? Ja? Bahur, das Geld nicht alles. Das ist mein Geld. Du schuldest mir noch 2,2 Dukaten. Und sagt ihm, ich muss mich die Tage, bevor wir aufbrechen, nochmal mit ihm beraten, was die beste Strategie ist. Aber nicht heute Abend. Heute Abend wird getrunken. Heute Abend wird gefeiert. Das in die Mund nasche. Na dann, auf Tobrien. Prost. Prost. Und Ragnar geht raus. Gut. Wollt ihr noch in der Taverne etwas besprechen oder wollt ihr das gibt? Ich würde, aber das müssen wir jetzt nicht ausspielen, nochmal die genauen Besorgungen ansprechen, was Karten- und Schiffsausstattung angeht. Das müssen wir dann im Forum hier auch übermachen. Genau. Oh, ich hätte mir Jala nochmal kurz geschnappt und auf die Augen irgendwie an dem Tisch und hätte ihm halt nochmal gesagt, irgendwie, dass wir schon irgendwie uns einig werden und das, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir das ausspielen müssen unbedingt. Haben wir vorhin schon genug gehabt, eigentlich. Wir müssen uns einig werden. Oh, in der Tat. Fiona genauso. Hat Romilly noch irgendeinen Punkt, den sie ansprechen möchte? Aktuell nicht. Aktuell nicht. Ja, Ragnar wird Ogdan immer noch mit den drei gleichen Frauen vorfinden. Die sind immer noch nicht fertig. Wir haben zwei. Zwei. Sitzen da wohl gerade noch an der Bar und die Puffmutter wird dir mitteilen, du musst nicht bezahlen. Die Frauen haben gesagt, das geht aufs Haus. Ich weiß nicht, was er mit ihnen gemacht hat, aber sie haben gesagt, das geht schon in Ordnung. Sollen sie machen, nicht? Sonst, ja. Man hat schon so die Hand im Geldbeutel. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was sie da getrieben haben, aber naja, du kannst durchgehen. Sie deutet mal auf so einen Vorhang, der da vorher hing, oder? Ein kleines Separé. Schaut mal zu Ogdan, sieht er ein? Der sieht dich. Ja, dann würde ich ihm nur zurufen. Du weißt ja, wo du uns findest, oder?
Sie, Signore. Sehr gut. Grog und irgendetwas anderes. Irgendwo bei der Hesida Akademie. Hab für mich mit Spaß und ich lächle ihm nochmal zu. Oh, Signore, ich bin schon etwas geschärft, muss ich sagen. Man schüttelt nur den Kopf und lächelt ihm nochmal zu und meint, na dann. Komm einfach zurück, wenn du meinst, es ist Zeit. Si, Signor. Alles klar. Er geht wieder raus und freut sich so ein bisschen, dass der gute Okla nicht mitkommt. Wieso gehst du raus? Du sollst in Richtung dieses Vorhangs gehen. Ach so, in Separé. Ich dachte, wir treffen uns mal. Ja, nein. Sorry. Geh ich in Separé. Ja. Da siehst du eine Torwarterin, rote Haare, ziemlich groß. Sie sitzt gerade vor einer Karte von Festung und steht dann auf vom Sofa, gibt dir die Hand. Ich bin Ingvalda. Ingvalda. Grüßt sie zurück. Ich habe gehört, du möchtest Geschäfte mit uns machen. Setz dich. Mit euch? Ich schaue mich mal in den Raum um. Ist da denn noch jemand? Nein. Okay, ja, dann setze ich mich zu ihr. Also, was hast du gedacht? Das hier ist Festung. Richtig, das hier ist Festung. Es geht da um einige Leute, die wahrscheinlich schon ein wenig bekannter sind. Name Störrebrand sagt dir wahrscheinlich was. Oh, ja. Nun, man könnte behaupten, dieser Arvid Störrebrand ist nicht unbedingt der netteste Herr. Ich habe jetzt schon Bekanntschaft mit ihm gemacht. Um was geht es denn? Ein Schiff? Ein Kontor? Es geht um seine Villa. Seine Villa? Richtig. Ist das dein Ernst? Das ist mein voller Ernst. Sie streicht einmal um die Karte herum, streicht noch ein bisschen glatt die Ecken weg. Also gut, wir befinden uns jetzt hier, ja? Die Villa ist hier oben. Gut bewacht. Wo oben? Hier. Sehr bewacht. Nehmen wir an, du und deine Freunde habt schon mal davon geträumt, da einzusteigen. Ja, klar, also hat sicherlich eine ganze Menge, aber machte das noch keiner. Zumindest ist keiner wieder rausgekommen. Das wird bei uns den Unterschied machen, denn wir werden wieder rauskommen. So. Du kannst mich übrigens Ron nennen. Ich reiche nochmal die Hand. Ron, richtig. Ron, okay. Wie gesagt, ich bin Nick Wald, oder? Ich komme aus Gareth. Dort gibt es ein Villenviertel. Ich war schon in einigen von denen. Ja, du bist ein Experte für Villen. Gut, ich wollte gerade deine Kompetenz klären. Weil wir machen das A nicht umsonst und B nicht mit Verlierern. Richtig. Wenn man geknackt hat, dann war man in allen. Natürlich immer wieder mit verschiedenen Leuten. Also gut, ich... Hast du noch andere Leute, die mitkommen, oder? Nun, ich könnte vielleicht noch ein, zwei Leute organisieren. Allerdings, das Wichtigste wäre, dass wir einen Fuhrmann haben. Jemanden, der die Beute wegbringt mit uns. Okay. So wie ich das sehe, ist die Villa noch... Nein, sie ist kein eigener Stadtteil, so wie ich das sehe. Ich will dir nur kurz darauf hinweisen, je mehr Leute mitkommen, desto eher kann es sein, dass wir verraten werden. Aber meine Leute sind vertrauenswürdig. Meine auch. Also, das Fuhrwerk könnten wir eventuell auf der anderen Seite transportieren. Dann müssen wir über den Zaun und die Hecken fliehen. Das ist auf der anderen Seite, weil wir... Also ich glaube, es ist ziemlich auffällig, wenn wir mitten in der Nacht, weil tagsüber wird das wohl nicht funktionieren, mitten auf der Straße stehen und ein Rad wechseln. Nachts ist immer eine gute Idee. Also, es gibt einen großen Eingang, der befindet sich hier. Ich weiß, dass es hier noch ein kleines Häuschen gibt, allerdings weiß ich nicht, was sich dort befindet. Und das ist eben die große Hauptvilla. Äußerlich weiß, dass zwei Leute am Tor stehen. Ja. Weiß aber nicht, wie viele sich in dem Gebäude befinden und draußen patrouillieren. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß, dass es dort wohl Hunde gibt. Also, da müsste man sich auch was für die Hunde überlegen. Und... Das wird eine Zeit dauern, ich sag mal so 2 Tage. In 2 Tagen kann ich dir den Plan von der Villa besorgen. Ich hab da meine Verbindung. 2 Tage, Ich weiß tatsächlich nicht, wie lange ich hier noch in Festung bleiben werde, aber
Glaubst du, ich steige jetzt in 2 Stunden mit dir da ein, oder wie? Natürlich nicht. Das muss geplant werden. Das ist richtig. Willst du auf die Karte verzichten? Können wir das auch ist eigentlich machen? Schon wichtig für den Plan. Auch in Willen. Die Willen immer unterschiedlich. Gut, dann würde ich sagen, wir brauchen den Plan. Wenn es wird, dann wird's nichts. Aber wo kann ich euch denn wiederfinden, sobald du die Karte hast? In 2 Tagen einfach wieder hier in diesem Punkt. Ist okay. Noch irgendwelche anderen Informationen über diese Villa? Die Villa schon mal bei Nacht beobachtet? Ob die Hunde dann freigelassen werden oder wie auch immer? Ich werde dir morgen eine verschlüsselte Nachricht hier deponieren lassen. Morgen zu der gleichen Zeit und dann übermorgen kann es losgehen. Dann vielleicht bekomme ich doch etwas über die Wachen raus, die Anzahl der Hunde, den Grundriss und ob mit Schwierigkeiten zu rechnen ist, irgendwas Besonderes oder so. Was mich tatsächlich am meisten interessieren würde, sind die ganzen Laufburschen und so weiter. Irgendjemand, genau. der das Fleisch für die Hunde besorgt, aber darum kann ich mich auch selbst kümmern. Fleisch für die Hunde, so. Willst du es vergiften, oder wie? Vielleicht. Weiß es noch nicht genau. Ich habe eher an ein Schlafmittelchen gedacht. Das ist ja Gift. Richtig. Gut. Aber vergiften klingt zu böse. Also wir machen das so, ich nehme 50% dafür, dass ich dir die Karte gebe und die Information. Sagen wir 60% und ich bezahle die Leute dann von meiner Ausbeute. Ich bringe einen Schlossknacker mit. Ja. Und so ein bisschen Muskelmasse. Torwald, der kann das. Ein Fuhrmann? Fuhrmann. Da kümmerst du dich drum. Fuhrmann kümmere ich mich drum, ja. Fuhrmann kümmerst du dich drum. Also dann, morgen mit dem Material, ja? Morgen die verschlüsselte Nachricht mit richtig. Mehr Informationen, Grundriss oder so. Alles klar. Und dann geht ich werde auch mal nachgucken, ob ich das morgen rausfinde. Also gut. Bis dann. Bis dann. Ja. Würde man sich erstmal passend überlegen, ob man irgendwas vergessen hat. Guck mal mit den Schultern, das kann man immer noch ein andermal besprechen. Und ja. Erstmal wieder raus. Ja, Ogdan geht gerade wieder die Treppe nach oben mit den beiden Mädels und. Ich denke immer mehr beim Vorbeigehen zu. Ja. Wir schreiben den nächsten Tag. Das müsste der 8. Zar sein. Ideen? Vorschläge? Wollt ihr irgendwas tun? Regenerieren. Nicht ohne unsere Einkaufsliste vorher fertig zu haben. Okay. Dann würde ich sagen, regeneriert einmal zu Ende und dann könnten wir diese Runde an dieser Stelle beenden. Sind noch bei -1, ja? -1, weil kein Essen und schlechte Betten. Sonst geschafft, sind wir also bei normal. Wir sind schon 5 Tage schlecht oder gar nicht gegessen. Wir müssen zurück zur Horche. Bald.